Hi Freunde, wie geht's euch denn so? Mein Name ist Mushroom und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir zocken gemeinsam Amnesia The Dark Descent. Ja, Amnesia, es ist ein etwas älteres Spiel. Viele von euch kennen es wahrscheinlich schon. Ich habe es mir bei Steam vor kurzem geholt zu einem super guten Preis und habe lange darüber nachgedacht, ob ich das Let's Playen soll oder nicht. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich es Let's Playe, da der zweite Teil demnächst rauskommen sollte. Ich weiß nicht genau wann, irgendwann halt im Laufe des Jahres, soll dann Amnesia A Machine for Pigs erscheinen. Und deswegen zocken wir jetzt gemeinsam Amnesia The Dark Descent. Ich will es unbedingt mal durchspielen. Ich habe es mal vor einiger Zeit mal gesehen. Das ist ja schon eine Weile her. Ich habe auch schon ein bisschen hier die Custom Stories gezockt. Great Work ist noch am Laufen, alle anderen, die beiden sind schon durch. Ja, und wir beginnen jetzt ein neues Spiel gemeinsam. Ja, neues Spiel beginnen, ja, bitte. Wir springen ins... Oh Gott, in den Albtraum. Oh Mann, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin verdammter Schisshase. Auch wenn es nur ein Spiel ist, aber... Ich habe extra hier noch was neben dran gelegt, dass ich nicht so lange aufnehme, weil ich das nicht sehe, wie lange ich aufnehme jetzt hier. Oh Gott. Ja, um was geht es in Amnesia, kann ich ganz kurz sagen. Man wacht in einem Schloss auf und hat keine Ahnung, was passiert ist. Das sehen wir jetzt gleich und wir wollen herausfinden, was da los ist. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Oh. Jawohl. Wir sind Daniel. Und, oh Gott, wir liegen hier mitten auf dem Boden. Hallo? Komm, steh auf, Daniel. Steh jetzt auf, verdammt. Memento, Bruder, ja, irgendwas Memento und das ist schon nah, Memento, okay. Folge der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Hier. Dem hier, okay. Zünderbuchse. Okay, wir sind hier. Daniel in dem Schloss. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. Warum? Der Schatten hat ihn verfolgt. Was für ein Schatten? Oh, please, ey. Schauen wir mal, was haben wir hier? Zünderbuchse, mit der können wir... Lichtquellen in der Umgebung entzünden. Okay, also hier sowas. Verschüttet, da geht's nicht weiter. Oh Gott, immer noch. Bleib stark, Mann. Was zum... Okay. Kleiderhaken. Hallo? Scheiß Flasche. Hui. Oh, sehr gut. Dem Guten geht's noch nicht so gut. Wahrscheinlich eine lange Nacht gestern gewesen. Warte mal. Komm mal mit. So. Na, schade. Ich dachte, ich kann es aufsammeln. Hallo? Ein Harry Potter Besen. Flieg!
Na, will ich rennen? Nur ducken, okay. Hallo? Warte, was war das? Oh, was ist hier los? Hier stimmt was nicht. Oh, was? Oh Gott, steh auf. Steh auf. Bleib cool. Bleib cool. Okay, nein. Da gehe ich nicht rein. Oh, ich hab's ein bisschen sehr arg hell gestellt. Ich muss mal ein bisschen schwächer machen. Oh, so nicht. Machen wir es vielleicht auf 1,5, okay. Ah, so sieht doch gut aus. Was machst du hier? Hallo? Wie geht's meinem Kopf? Glas klar, alles klar. Was ist hier? Nicht sehr schön. Achtung, im Dunkeln bist du. Wenn du im Dunkeln bist, wird dein geistiger Zustand allmählich verschlechtert. Okay. Also ich werde wahnsinnig, wenn ich mich hier im Dunkeln befinde. Und kein Licht da ist. Alte Archive. Los geht's. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie beim Konsulat in Konstantinopel. Konstantinopel. Istanbul. Was ist nur passiert? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das Spiel hat echt seine Momente, gell? So. Hallo? Von wo kommt der Wind, bitte? What the? Hallo? Was zum... Kakerlaken! Ich hasse Kakerlaken! Oh Gott. Sind die weg? Oh Gott. Immer wahnsinniger. Was war das? Mann, ey. Hör doch auf. Das Fenster ist geschlossen. Mann! Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Laterne. Scheiß Bücher. Hey, Zünderbüchse. Hallo? Bisschen Öl. Oh, wir haben eine Laterne. Sehr gut. Hallo? Scheiße. Hallo? Ja, nur los. Mach's mal aus. Wir sehen ja noch ganz gut ohne Laterne. Schon wieder so unter Besen. Gag.
Hallo. So, perfekt. Was haben wir da? Feuer. August 19, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Dein frühes Ich, Daniel. Oh Mann, Alexander müssen wir töten, okay. Oh, wer war das? Oh, Gummiglas. What the... Nein! Ist da noch irgendwas? Und ein Schatten. Oh, verdammter Schatten, ey. Ich hasse den jetzt schon, ey. Alexander. Alter Kalaken. Eingangshalle. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am... was Berkeley Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. So. Um zu laufen, hat das Schiff links beim Bewegen gedrückt. Alles klar. Hui. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. What? Das geht gar nicht. Was ist das hier? Was zum... Wieso nicht? Fuck. Klibberzeug, ey. Geil. Oh, geil, jawohl, Öl. Öl ist immer gut. So. Hey. Huh? Sie ist wieder schon wegen unbiegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Irgendwas hier rein. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann das aufgelöst werden? Was mit N kannst du? Dann neue Texte lesen. Achso, das ist okay. Okay, wir müssen die Klebermasse auflösen. Labor. Was haben wir da unten? Weinkeller. Okay. Schauen uns mal kurz hier noch um und dann entscheiden wir uns, wo wir lang gehen. Oder hinten geht's auch noch weiter. Ah, da kommt der her.
Warte, was war das? Irgendwas war da unten. Archive, okay. Ey! Sehr gut. Da. So, die Frage vom Weinkeller oder Labor? Gehen wir es mit dem Weinkeller. Verdammt. Okay. Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Gerne. Probieren wir es im Labor. Verdammt. Oh, la, la. La la la. Okay. Was? Kälteburg für immer so. Dauert euch ja nochmal so ein Besucher. Ja, bla bla. Oh Mann, ich mag sie überhaupt nicht. Hallo? Was ist da? Was war das? Nimm das. Oh nein, Mann, ohne Witz, ey. Angriff! Oh, da ist ja was. Da ist noch was. Was ist da? Ja, ne, ist das. Was ist das? Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfer einer Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie wieder, um sie in den Weinkeller umzulagern. Chemische Ingredienzen sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Aha. Ah, okay, von hier in Weinkeller, okay. So, there should be more cuprite. Let me see. And one part aquaforts. Was? Muss ich da jetzt aufpassen? Angriffsstuhl. Was ist das? Eines Tages werde ich zurückkehren, wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste. Wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen, wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit. Was ist das bitte? Was war das? Oh, geil.